Servus und hallo bei Not Another Dog Show. Wochenreflexion vom 7.2. bis 13.2.1994. Seit Montag arbeite ich im Büro. Das macht mir Spaß. Was allerdings stressig ist, ist das Plenumsprotokoll schreiben und die Morgenansage vorlesen. Plenumsprotokoll schreiben hat bedeutet, man hat halt das, was im Plenum gesagt worden ist, die ganzen Konflikte und alles stichpunktartig aufschreiben müssen. Und dann am nächsten Tag bei der Morgenansage, das war immer vor dem Frühstück, hat sich die ganze Gruppe in einem Plenarsaal getroffen, da wurde die Philosophie aufgesagt, da haben wir einen Energiekreis gemacht und dort wurde dann auch die Morgenansage vorgelesen. Am Mittwochabend habe ich den Udo und die Marita bei einem Regelverstoß ertappt. Ich habe beide gemeldet. Als dann die Marita am Donnerstag abgebrochen hat und der Udo ausgeflippt ist, bekam ich ein Schuldgefühl. Ich fühlte mich für alles verantwortlich. Dem ist zum Glück nicht so. Seit Samstag ist dieses Gefühl verschwunden. Ich habe mich nämlich entschlossen, eine gerade Linie zu fahren und hinter dem Regelwerk zu stehen. Denn nur so kann ein cleanes Leben gewährleistet werden. Ich will mit einem reinen Gewissen die Therapie schaffen, ohne Schonverträge und ähnliche. Wahnsinnsgehalt in diesem Teil hier sind auch, ich würde mal sagen, 99,8%. Ich habe das nicht einfach so weggesteckt. Das hat mich sehr lange beschäftigt und es beschäftigt mich teilweise auch heute noch, was mit den Leuten so war, die da abgebrochen haben und mit denen ich ein bisschen mehr zu tun hatte, als wie nur, der sitzt da drüben und heißt sowieso, hat die und die Frisur. Also wo halt auch ein bisschen was gewesen ist. Auch bei dem Udo. Udo ist der Typ, da wo ich am Anfang mal erzählt habe, der mit mir zusammen angefangen hat und der hat mich halt dauernd geschnitten. Ständig. Also immer und überall hat der Typ mich geschnitten, wo es nur ging. Wir haben am Wochenende solche Wochenendaktionen gemacht, da ist dann die ganze Gruppe spazieren gegangen in Herrsching, da in dem Wald oder unten am See. Und also vorne und hinten gehen die Älteren von der Therapie und geballt in der Mitte gehen halt dann die, die noch nicht so lange dabei sind und die Kontaktsperre haben. Ab da, wo du keine Kontaktsperre mehr hattest, durftest du schon vorne oder hinten gehen. Natürlich treffen ab und zu Leute und die wollen wissen, was sind denn wir für welche. Und da war halt das so, wenn wir da gegangen sind, die meisten Leute, die damals Therapie gemacht haben, die kamen aus dem Norden oder aus Nordrhein-Westfalen. Man hat damals gesagt, umso weiter weg von der Heimat, umso besser wäre es. Das hat man dann später in die 90er, am Ende der 90er wieder geändert. Als ich wieder auf Therapie wollte, da hieß es dann, man soll es im eigenen Bundesland machen. Dahinter stand, ja, man möchte das Geld im eigenen Bundesland halten. Da musste man dann wieder streiten und extra begründen, wieso und warum man weg will von der eigenen Stadt. So, ja, damals war es halt so, der Udo hat halt ständig über meinen Akzent, über meinen Dialekt herzogen und fand es halt lustig, ständig vom Gummistiefelbauern zu reden und Hinterwäldler und solche Sachen halt und dauernd ständig Bayern schlecht zu machen. Und wenn da so Leute wie ich leben, dann wäre es ja kein Wunder, dass Heroin und er lasse so Kram halt. Er hat halt dauernd gemobbt, ja, und die Marita, die habe ich euch auch schon erzählt, die hat dann jeden neuen angemacht und weil es bei mir halt nicht gleich so geklappt hat und ich hatte ja diesen Blaumann, ich habe gar keine Zeit gehabt und ich sah immer aus wie der Henki. Zu dem Zeitpunkt habe ich da die Haare ein bisschen geändert gehabt und sah auch schon ein bisschen besser aus wieder. Ey, und dann fällt ihr halt nichts anderes ein, als wie dann den Udo auch noch anzumachen. Und der halt auf sie angesprungen ist gleich und nur um mir wahrscheinlich halt auszuwischen. Aber als ich die halt dann dabei erwischt habe, wie die da hinterm Vorhang am Schmusen sind und ich bin auf der anderen Seite der Musikposten und dann sehe ich die da, habe ich wahrscheinlich schon das Wissen benutzt, um den Typen loszuwerden. Oder ich wollte ihm eine reindrücken. Eigentlich wollte ich gar nicht, dass irgendeiner von denen gehen muss oder geht. Soweit habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht denken können.
tatsächlich habe ich erst einmal diese Kausalitäten verstehen müssen von Aktion, Reaktion, das ist halt immer so Opfer, Täter, man ist halt nicht immer nur Täter oder nur Opfer. Also wenn man sich so scheiße fühlt und sagt, oh, die ganze Welt ist gegen mich, das stimmt überhaupt gar nicht. Wenn man sich mal ganz genau zurückbesinnt und einmal dieses Gefühl von, ich will irgendwas unbedingt haben, freimacht, erkennt man schon, dass man auch Täter ist und dass man manchen Menschen wahrscheinlich auch mal wehtut, obwohl man das gar nicht will. Ja? Also es ist nicht immer so, dass man irgendwo Schuldige suchen muss oder irgendwo ein Opfertäterprofil überhaupt da ist. Manchmal sind einfach nur Fakten da und jeder interpretiert die Sachen ganz anders. Jeder hat eine eigene Wahrheit in seinem Kopf, so wie jeder sein eigener Hauptdarsteller ist. Und ihr habt schon verstanden, was ich gerade gemeint habe, oder? Hauptdarsteller in seinem eigenen Film, wenn das Leben ein Film wäre. Das war sein eigener Hauptdarsteller, die anderen sind Nebendarsteller, das ist immer so. Das Leben ist aber kein Film. Das Leben ist ein Leben. Von daher muss man halt erst einmal das können, anderen sich reinzuversetzen. Aber wenn einer meint, er muss einen immer wieder triezen und treten, dann kann das schon sein, dass dieser Getriezte und Getretene sich einmal leert. Weißt du? Ist so harmlos dann zu melden, dass die geschmust haben, andere gehen los und schießen dann mal ein paar Leute. Sorry, das ist nicht lustig. Ja, von daher wünsche ich euch heute einen schönen Tag noch. Peace, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, schreibt mal was in die Kommentare. Ja, peace.